Es kommt mir so vor, als wäre der Oktober auf jeden Fall gerannt. Denn wir haben morgen schon den 1. November, was eben auch heißt, dass wir neue Sneaker-Releases für diesen Monat haben. Und zwar einige. Und ich glaube, ihr wisst, was das heißt. Ich stelle euch in diesen Videos immer Anfang des Monats die Top 10 Sneaker-Releases aus dem jeweiligen Monat vor, damit ihr so eine grobe Übersicht habt. Ganz detailliert und vor allem auch, was die Resale-Preise angeht, sprechen wir dann in den kommenden Sneaker-News-Folgen. Also um da nichts zu verpassen und immer up-to-date zu sein, lasst dem Kanal auf jeden Fall gerne ein Abo da. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auf jeden Fall rein mit den Sneaker-Releases aus dem November. Let's go! Und los geht's da mit dem Nike Air Force One Low zusammen mit Supreme in dem Barock Brown Colorway. Der kommt eben am Donnerstag, am 2. November auf der offiziellen Supreme-Seite um 17 Uhr raus. Ist auf jeden Fall ein neuer Colorway von den Air Force Modellen und ist, wie ich finde, für den Herbst auf jeden Fall cool. Ich selber würde den jetzt nicht tragen, weil ich allgemein nicht so der Air Force-Fan bin. Kostet wird das Ganze aber auf jeden Fall mit Versand so wieder um die 140 Euro, was für einen Air Force schon sehr, sehr teuer ist. Weiter geht's dann am 3.11. mit dem Nike Dunk Low Dusty Olive. Der kommt auf jeden Fall in der USA raus. Ob er jetzt auch in Europa rauskommt, steht noch nicht ganz fest. Wenn, dann müsste er auch eigentlich in der Sneakers-App kommen, weil es ist, soweit ich weiß, ein Premium-Dunk aus diesem Ugly Duckling Pack und in meinen Augen auch eines der besten. Also der für den Herbst ist wirklich mega. Der Schuh ist nämlich komplett aus so einem, ja, sehr weichen Suede und ich finde die Farben auf jeden Fall sehr passend. Eines so der coolsten Dunks und eines der wenigen Dunks, die ich mir auf jeden Fall noch kaufen würde. Retail hier wahrscheinlich 130 Euro. Und dann am 4. November, was ein Samstag ist, kommt schon direkt eines der krassesten Sneaker des Monats, nämlich der Jordan 1 High Royal Reimagined. Im Oktober kam jetzt ja schon der Satin Bread und dass jetzt im November gleich noch eine Royal-Version rauskommt, ist wirklich krass. Ich muss sagen, ich finde den wahrscheinlich sogar cooler als den Satin Bread, weil der einfach tragbarer ist. Und wann hat man schon mal einen Royal aus Suede gesehen? Ist, wie der Name eben sagt, Teil der Reimagined-Saga und finde ich auf jeden Fall sehr cool. Nur sind Retail auch hier wieder 190 Euro. Ist trotzdem einer der Releases, die ich auf jeden Fall einpacken werde, weil ich auch noch kein Royal in meiner Sammlung habe. Und weiter geht's mit einer Off-White Collab, nämlich auf dem Nike Air Force One mit in dem Varsity Maze Colorway. Hier halt besonders die ganzen Spikes auf der Sohle und in dem Fall haben wir hier eben diesen Reaper auf der Heel eingestickt. Ansonsten ist er vom Design her wie alle anderen Off-White Air Force Mids auch. Release ist hier anscheinend der 9.11., auch wenn ich mir da noch nicht so ganz sicher bin, weil die Releases von diesem Modell immer ganz gerne verschoben werden und Retail sind hier wahrscheinlich auch so um die 210 Euro. Finde ich aber ist von allen, die bis jetzt rauskamen, definitiv der beste Colorway. Am 10.11. geht es direkt weiter mit dem Jordan 5 Midnight Navy, der, wie ich finde, ein sehr cleaner Jordan 5er ist. Geht von der Optik auch eher in diese Craft-Richtung, wie zum Beispiel dieser graue Craft Jordan 5er, der Mitte des Jahres rauskam. Auch hier haben wir keine reflektierende Zunge. Der Schuh hat mehrere Materialien und diesmal eine weiße Sohle, was man auch nicht so häufig sieht. Retail werden hier wahrscheinlich so um die 210 Euro sein. Und jetzt kommen wir auch zu einem meiner Favorite Releases, bei dem wir aber auch nicht ganz wissen, ob der in Europa auch rauskommen wird, nämlich der Nike Dunk Low Be One of One, zusammen mit Kyler Murray. Das Ganze soll auch am 10.11. droppen und ist, wie ich finde, ein super einzigartiger Dunk. Gerade hier mit den Rope Laces, mit dem Court Upper, mit der transparenten Sohle, diesem kleinen Mini-Swoosh und dann eben diesem metallic-farbenen Swoosh. Sehr, sehr cooles Ding. Gerade für den Sommer auf jeden Fall ein Hingucker. Retail wird hier wahrscheinlich so um die 130 bis 140 Euro sein. Aber wie gesagt, da steht es eben noch nicht fest, ob der überhaupt in der Nike Sneakers App rauskommt oder allgemein hier in Europa released wird. Für mich persönlich weniger interessant ist der Jordan 11 Neapolitan, der am 11.11. droppen soll. Hier haben wir eben einen sehr clean schwarz-weißen Jordan 11er mit dieser leicht rosanen Außensohle. Ich bin halt kein Jordan 11er Fan, ansonsten würde ich den wahrscheinlich sehr clean finden, auch wenn er mir persönlich durch diese rosane Außensohle ein bisschen zu female ist. Und dann für mich persönlich auf jeden Fall der Release des Monats, der Nike SB Dunk Low zusammen mit April Skate Shop, der höchstwahrscheinlich am 13.11. rauskommen wird. Bei SB Dunks kann ich halt nie so eine Garantie geben, weil es da halt nie feste Release Dates gibt. Kann zum Beispiel auch sein, dass der Schuh erst im Dezember rauskommt. Also da ist alles möglich. Ich habe jetzt hier den 13. November erstmal so als Anhaltspunkt genommen. Kommt natürlich auch wieder bei allen Skate-Shops, die solche Dunks eben bekommen. Was ich hier halt mega cool finde, ist die Mischung aus diesem Suede und dem Leder-Upper, was mich sehr an den Turbo Green Jordan 1 erinnert. Dann aber auch der silberne Swoosh und die silberne Pinke, die mich sehr krass an den Diamond Supply erinnert. Oder auch diese Rose auf der Außensohle. Auch sehr, sehr cooles Detail. Finde ich sehr cool, gerade für den Sommer auf jeden Fall ein Brett. Retail wahrscheinlich hier auch wieder um die 130 Euro. Genauso wie der Nike SB Dunk Low, der anscheinend schon den nächsten Tag dann rauskommen soll. Wie gesagt, ich kann es mir halt nicht vorstellen. Ich gebe auch keine Release-Garantie, weil das macht in meinen Augen keinen Sinn, dass zwei SB Dunks nacheinander direkt kommen. Auf jeden Fall habe ich hier aber den Nike SB Dunk Low in der Collab mit Tidebuch. Ein sehr cleaner SB Dunk in diesem Reverse Panda Color Blocking. In dem Fall mit der schwarzen Midsole und der weißen Outsole. Diesem weißen Leder, was so eine Metallplattenoptik hat, zumindest so von der Struktur. Und dann eben mit dem reflektierenden Swoosh plus mit diesem kleinen orangenen Tag dran. Gefällt mir auf jeden Fall.
jeden Fall immer besser und werde ich auf jeden Fall auch versuchen zu bekommen. Ist halt so ein SB-Dunk, den man eigentlich zu allem tragen kann, mit dem man halt nichts falsch macht und der trotzdem so ein bisschen mehr special ist. Wie gesagt, Release der 14.11. würde ich mich aber auf jeden Fall nicht drauf verlassen. Ein Release-Date, was aber schon so gut wie safe ist, ist der Release am 18.11. Da kommt nämlich der Jordan 4 Craft Olive raus. Der zweite Jordan 4 Craft schon. Und ich habe mir zudem schon Videos angeschaut und der sieht wirklich in den Videos sehr, sehr gut aus. Ich finde den auch um einiges besser als den ersten Craft, der rauskam. Einfach, weil es mal ein olivfarbener Jordan 4er ist, was man so auch noch nie gesehen hat. Ich weiß, es gab ja mal diesen Undefeated Jordan 4er, aber sonst fällt mir eigentlich keiner ein. Deshalb kommt der auf jeden Fall in meine Collection. Ich finde den super clean und von den Materialien gefällt er mir auch sehr gut und ist gerade im Herbst auch ein sehr tragbares Ding. Retail hier wahrscheinlich so um die 210 Euro wieder, aber für mich auch eines so der Top-Releases aus dem November. Genauso wie die Jordan 5 Amamanier Collab, die jetzt am 22.11. droppen wird. In zwei Farben, einmal in diesem Photon Dust und einmal in dieser schwarzen Version. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, welchen ich besser finde, weil ich finde, beide sind auf ihre Art irgendwie einzigartig. Ob jetzt beide wirklich auch in Europa rauskommen oder ob es ein Amamanier Exclusive Online Release geben wird, das kann ich euch noch nicht sagen. Erfahrt ihr aber dann in den kommenden Sneaker News, also abonniert den Kanal. Retail wird bei beiden so um die 225 Euro sein. Der Schuh sieht halt so vom Shape nicht typisch aus wie ein Jordan 5er, weil halt so einige Elemente fehlen, zum Beispiel diese klobige Backe an der Seite. Dadurch wirkt der Schuh einfach ein bisschen eleganter, ein bisschen schmaler. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist die eingeschickte 23. Ist immer ein cooles Detail. Und dann eben natürlich auch dieser typische Vintage-Look, den das Ganze hat. Definitiv eines der coolsten Releases aus dem November. Ende November, also am 25.11., kommt dann noch ein Re-Release von dem Jordan 3 4. Ist von der Farbe her auf jeden Fall jetzt nichts Besonderes, nichts, wo ich sagen würde, geisteskrank. Denn wir haben hier hauptsächlich graue Akzente, auch ein graues Elephant Print Muster und eben als so Farbkontrast diesen orangen Jumpman und die orangen Farbakzente allgemein. Wird, denke ich, jetzt auch nicht so mega beliebt sein. Ich selber würde ihn auf jeden Fall nicht tragen. Und zu guter Letzt haben wir noch ein Release, zu dem wir jetzt noch kein festes Release-Date haben. Nämlich zu der Adidas Sean Robertsbund Collab auf dem Gazelle. Diesmal in dieser Hemd-Version. Und da gibt es anscheinend mehrere Colorways. Einen, den man eben schon öfter gesehen hat, ist der in dieser grünen Version. Was halt hier besonders ist, dass der ganze Schuh halt eben in dieser genähten Optik ist. Aber man kann wieder ganz klar erkennen, dass hier Sean Robertsbund am Werk war. Auch der helle Colorway ist super clean für den Sommer. Nur wie gesagt, ein Release-Date mit Datum haben wir dazu noch nicht. Das sind auf jeden Fall auch alle wichtigen Releases erstmal so für den November gewesen. Natürlich kommen noch einige Releases dazu, aber jetzt seid ihr auf jeden Fall schon mal grob informiert. Seid gerne jeden Mittwoch und Sonntag am Start, denn da bekommt ihr auf jeden Fall Weekly-Informationen zu den aktuellen Sneaker-Releases. Schon mal ganz, ganz viel Glück für alles, was ihr euch holen wollt. Ansonsten, Freunde, bleibt gesund, haut rein und bis zum nächsten Video.